So, und dann jetzt guckt sich Dystopia auch noch meine großartigen PvP-Taktiken ab, die echt phänomenal sind. Hasten hat mich ja schon angefragt, ob er nicht mein Bild kopieren darf. Ich glaube nicht, dass Pro Player anfragen, ob man Bilder kopieren darf, ne? Egal. So. Zusätzliche Mineralien werden benötigt. Spielt man eigentlich noch Stalker Sentry Opener? Unsere Mineralien Oder macht man das gar nicht mehr? Ich habe gar keine PvPs gesehen am Samstag und Sonntag, als ich geguckt habe. Wobei ich zugegebenermaßen nur durchgeskippt habe, die ganzen NA Challenger-Kram. Bis auf die Matches mit TLO. Waren mir dann doch ein bisschen zu viel No-Name gegen No-Name. Unter meinem Niveau, ja. Pff, kann ich ja schlagen. Nein, kann ich natürlich nicht. Das ist nicht ernst gemeint. So. Was haben wir denn da? Unsere Mineralien reichen nicht aus. Schon mal ein Gateway. Schon mal sympathisch, dass es kein Cannon Rush ist. Doppelgas. Wir nehmen auch mal ganz schnell unseres. Mal meins Cloud, weil der ist ja auch in meiner Base. So, wir gehen auf jeden Fall mal auf Double Gate. So, nochmal ein Chronobus da drauf. Könnte ein bisschen zu risikoreich sein. Ist mir aber egal. Auch er spielt Double Gate und ich verschlafe meinen Cybercore. Der muss nämlich eigentlich vor dem Pile natürlich sein. Völliger Quatsch, dass ich es nicht getan habe. Aber passiert. So. Was spielen wir denn mal? Erstmal können wir noch gar nicht viel spielen, weil er uns ja komplett full scoutet. Vielleicht sogar mit zwei Probes. Jetzt hat er gemerkt, dass die eine irgendwie Quatsch ist. Eigentlich würde ich jetzt ganz gerne die Extra nehmen. Sneaken wir uns mal hier weg, wenn er es gerade nicht sieht. Aber es kann natürlich sein, dass er mit der anderen Probe hier jetzt blockiert. Kann natürlich auch sein, dass er gleich mit der anderen Probe versucht, ein Proxy Stargate zu spielen. Liegt komplett im Rahmen der Möglichkeiten. Reichen nicht aus. Hatte ich einen Piling gebaut? Das ist nicht der Fall. Das ist eher suboptimal. Energie unzureichend. Das ist noch suboptimal, Lehrer. Unsere Basis wird belastet. Kacke. Noch kackriger. Und meine eine Einheit schießt gar nicht erst. Alter, er kommt hier echt noch durch? Also dieser Supply Block hat mir das Spiel gekostet, muss man deshalb sagen. Traurig, aber wahr. Wo brauchen wir hier so ein Ding? Hallo, nicht stehen bleiben! Oh, das ist ein Immortal-Olle. Hm. Finde ich jetzt eher suboptimal, muss ich zugeben. Zumal ich überhaupt gar nichts habe. Einzige Chance, unten halten. Ich habe zwei Gates, sehe ich das richtig? Wie soll ich jemals Blink bekommen? Dort können wir nichts heranwerfen. Das ist nur halluziniert, glücklicherweise.
Unsere Mineralien reichen nicht aus. Er hat sogar ein Warp Prism. Kacke, ey. Ich bin hier in den Schatten. Das Warp Prism tötet mich dann komplett. Muss man leider so sagen. Wann ist denn endlich dieses blöde dritte Gate da? Unsere Forschung wurde beendet. Das muss innerhalb eines Energiefeldes platziert werden. Ich bin hier in den Schatten. Oh, das halte ich sogar. Wenn ich das halte, habe ich das Spiel eigentlich gewonnen, weil er hatte keine Echse. Schickt natürlich nur einen hoch. 4 Sentries, echt jetzt? Ja, greift den eigenen Nexus an, das ist gut für mich. Ich habe mich ein bisschen overcommitted, aber 4 Sentries ist es trotzdem wert. Habe ich irgendwie eine Robo inzwischen? Ja. Unzureichende Mineralien. Wir benötigen zusätzliche Pylonen. So. Zusätzlich. Wir haben ein Mineral aufgebaut. Dann ist halt jetzt gleich der zweite Immortal wieder da. Wir müssen zusätzliche Pylonen bauen. Scheiß Playblock schon wieder. Unsere Mineralien reichen nicht aus. Unzureichende Mineralien. Ihr seid auf mich angewiesen. Ich bin die Stimme der Mineralienfeld erschöpft. Weg! Zusätzliche Mineralien werden benötigt. Wir haben ein Mineralienfeld aufgebraucht. Warum habe ich eigentlich keine Force Fields? Jetzt eher suboptimal, gebe ich zu. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Warum bist du eigentlich hier? Unsere Versorgung stößt an ihre Grenzen. Ja. Oh, noch die Dinger hier. Ah,
wird erneut. Die Erstgeborenen werden auf. Feindkontakt. Tor Salat. Den Dalai Lama. Unser. Wo werden wir gebraucht? Für den Ruhm. So. Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. Nein, meine Ruhe ist. Im Scheiß hat die unterwegs. Die Erstgeborenen bekämpfen den Feind. Forschung abgeschlossen. So. Ja. Gute. Zusätzlich. Ich habe also noch 0-0, weil da habe ich ein bisschen verkackt, muss ich sagen. Wo bleibt denn mein Templars Archive? Wer nimmt jetzt die andere dritte? Okay. Das muss innerhalb eines Energiefeldes platziert werden. So. Dort können wir nichts heranwarpen. Ja, Tab, bitte was? Wir haben unzureichend Vespin. Was brauche ich am besten gegen Tempest? Stalker? Alter, ist auf jeden Fall mein 1-1 noch nicht durch, wenn er angreift. Wir benötigen mehr Vespin. Das funktioniert natürlich nicht. Ja, das sollte reichen, selbst wenn die Tempest gleich noch übrig bleiben. Sollten wir mit Reinforcements die auf jeden Fall clearen können. Und dann geht es natürlich jetzt auf seine neue dritte, die er da unten hat. Hier ist ein Warp Prism. Und ich kann gerade echt nicht warpen. Man scheint da keine Details zu haben. Dort können wir upgrade. GG! Hey! Das war aber anstrengend. Ein gutes Spiel.